Ein Trend, der seit einiger Zeit die Runde macht, ist die Neuauflage erfolgreicher Spiele für die aktuelle Konsolengeneration. Auch das 2013 erschienene DMC kommt nun in einer Definitive Edition auf die PS4 und Xbox One. Was es neben einer hübscheren Optik sonst noch im Gepäck hat, erfahrt ihr hier. Die Geschichte von DMC ist ein Reboot der ersten Devil May Cry-Teile. Dabei wurden die Grundbestandteile beibehalten, wobei die Handlung sowie Dante selbst einen modernen Anstrich bekam. Mundus, der Herrscher der Dämonenwelt, leitet einen großen Konzern, der die Kontrolle über die Medien und weitestgehend auch über die Menschen hat. Mundus ist auf der Suche nach Dante und versucht, ihn mit allen Mitteln aus dem Weg zu räumen. Dante ist ein Nephilim. Das bedeutet, dass er das Kind eines Dämonen und eines Engels ist. Nur Nephilims sind imstande, Dämonenmeister zu töten. Da Mundus für den Tod von Dantes Mutter Eva und die Verbannung seines Vaters Bada ist, hat Dante ein persönliches Motiv, den größenwahnsinnigen Dämonen zur Strecke zu bringen. Ninja Theory bekam von Capcom freie Hand, was die Neuinterpretation des Klassikers Devil May Cry angeht. Vielmehr noch, es war Capcoms Wunsch, auch die eine oder andere radikale Änderung vorzunehmen. Und lässt man mal die Fanbrille beiseite und betrachtet das Ergebnis ganz nüchtern, kann man sagen, dass die Erzählweise sehr gelungen ist und sämtliche Entscheidungen mit Bedacht gewählt wurden. DMC ist bunter, fetziger und erstrahlt in einem neuen Anstrich. Dazu gehört auch der neue Dante. Dieser hat keine weißen Haare und ist nicht ansatzweise so graziös wie sein Vorgänger. Er ist raubeinig und strotzt vor jugendlichem Leichtsinn sowie der unter pubertierenden beliebten Alles-Egal-Haltung. Es war, als würde es niemals enden. Kirche. Nicht alle konnten die Entscheidung, den Protagonisten derart neu zu besetzen, ohne weiteres akzeptieren. Einige humorlose Fans gingen sogar so weit, Drohungen in Richtung Capcom auszusprechen. Lässt man diesen Unfug beiseite und betrachtet das Endergebnis, kann man sagen, dass der neue Stil Devil May Cry verdammt gut steht und dem Spielerlebnis keinen Abbruch tut. Besonders die Definitive Edition kann sich nun sehen lassen. 1080p und 60 Bilder pro Sekunde sorgen dafür, dass die schnellen Kämpfe voll irrsinniger Kombos immer gestochen scharf sind und so manches Spielerherz höher schlägt. Texturen wurden überarbeitet, Effekte verfeinert und trotz allem Eye-Candy darauf geachtet, dass die Bildwiederholungsrate zu jeder Zeit stabil bleibt. Und das, selbst wenn der Bildschirm mit Gegnern übersät ist. Der Soundtrack passt perfekt zum neuen Look von Dante. Noisia und Combo Christ sorgen für düstere elektronische Beats, die ebenso viel Wucht ins Geschehen bringen wie die von Dante ausgeteilten Schläge. An der Grundformel des Gameplays wurde im Grunde nicht viel verändert. Dante verfügt über unterschiedliche Hiebwaffen, die er im Kampf nahtlos wechseln kann. Seine Standardwaffe ist das Schwert Rebellion. Dieses ist zu wilden Kombos und zackigen Angriffen imstande. Weniger brutal, dafür verdammt schnell ist seine Engelssense. Lässt Dante diese rotieren, kann er auch größere Mengen kleiner Gegner in Schacht halten. Für besonders starke Gegner steht Dante Arbiter zur Verfügung. Diese Dämonenaxt ist zwar langsam, dafür umso brachialer. Die Engels sowie die Dämonenwaffe können auch als Grappling Hook benutzt werden. Dabei können Gegner sowohl zu Dante hin, als auch Dante zu seinen Gegnern gezogen werden. Hier gibt es übrigens in der Definitive Edition eine Änderung, die Fans bereits als Mod veröffentlicht hatten. Wählt ihr bei Rittern die falsche Farbe, wird euer Angriff nicht länger unterbrochen. Stattdessen ist er einfach weniger effektiv. Auch kleinere Änderungen und Anpassungen wurden aufgrund von Fanfeedback vorgenommen, sodass sie nun das DMC ihrer Träume bekommen. Neulinge der Serie werden behutsam bei der Hand genommen und bekommen von Anfang an schrittweise jede Spielmechanik erklärt. Habt ihr innerhalb des ersten Durchlaufs alles gemeistert und freut euch auf neue Herausforderungen, habt ihr die Möglichkeit, einen höheren Schwierigkeitsgrad zu wählen. Insgesamt stehen 6 Schwierigkeitsgrade zur Verfügung. Neu in der Definitive Edition ist unter anderem der Turbo-Modus. Dank diesem könnt ihr die Spielgeschwindigkeit um 20% steigern. Das passt zu Devil May Cry wie die Faust aufs Auge und fordert eure Reaktionsschnelligkeit und euer Geschick beim Aufbau von Kombos noch stärker. Hier kommt direkt das Gefühl der alten Teile wieder auf. Der Must-Style-Modus ist ebenfalls neu. Hier verursacht ihr nur Schaden an euren Gegnern, wenn ihr mindestens auf Style-Rang S seid. Wie gewohnt erhaltet ihr im Verlauf des Spiels Verbesserungspunkte, durch die ihr weitere Fähigkeiten für Dante selbst und sein Waffenarsenal erhaltet. Diese bleiben euch bei weiteren Besuchen in den Kapiteln erhalten und sind vermutlich dringend notwendig, wenn ihr euch dem neuen, ultimativen Schwierigkeitsgrad God's Must Die stellen wollt. Möchte man DMC etwas vorwerfen, so sind es höchstens die zu Beginn kurzen Gameplay-Phasen. Diese werden sehr oft von Zwischensequenzen unterbrochen, was dazu führt, dass der Spielfluss immer wieder unterbrochen wird. Da die spielerischen Abschnitte im Verlauf der Geschichte länger werden, ist dies allerdings Meckern auf hohem Niveau. Sehr schön.
Das kann man schon als echten Fanservice bezeichnen. Mit der DMC Definitive Edition erhaltet ihr das Spiel in aufpolierten 1080p und 60 FPS inklusive einer Menge Anpassungen und Verbesserungen wie beispielsweise neu gesetzte Verstecke für Schlüssel und Türen. Zusätzlich bekommt ihr die Story-Erweiterung Virgils Untergang, in der ihr als Dantes Zwillingsbruder die Geschichte weiterspielt. Virgil bekommt darüber hinaus exklusiv in der Definitive Edition die Möglichkeit, sich im blutigen Palast 60 Wellen von Gegnern zu stellen. Die Liste der Verbesserungen und Neuerungen ist lang und die Tatsache, dass auf das Feedback der Fans gehört wurde, zeigt, wie bemüht Ninja Theory dabei sind, eine unschlagbare Spielerfahrung zu liefern, die über eine einfache Portierung hinausgeht. Die Abrechnung. Saubere Technik, grandioses Design, toller Umfang, ein offenes Ohr für das Feedback der Fans. Anfangs kurze Gameplay-Phasen. Actionfans, die DMC bisher nicht gespielt haben, sollten bei der Definitive Edition unbedingt zuschlagen. Hier erwartet euch eine packende Geschichte im Stil eines rasanten Grindhouse-Actionfilms. Der Soundtrack untermalt mit hämmernden Klängen, was die Bilder stilsicher präsentieren. Solltet ihr die Version der letzten Konsolengeneration bereits gespielt haben, lädt euch die Definitive Edition dank des Turbo-Modus auf eine besonders rasante Spritzfahrt ein, in der ihr euch nochmals austoben könnt. Auch die Kampagne um Virgil mag dem einen oder anderen entgangen sein und rechtfertigt einen Neukauf. Fans der Originalfassung kommen an der Definitive Edition kaum vorbei. Das Spielerlebnis ist runder und die Möglichkeiten nun noch vielfältiger. Und wer sich den alten Dante zurückwünscht, kann diesen nun auch wieder spielen.